Eckenförde. Hier im Gebäude des Baltic Sea International Campus treffen wir uns, um einen neuen interessanten Beruf zu erlernen. Wir sehen uns ein. Wir haben noch ein bisschen Zeit, was zu machen. Dann widmen wir uns ganz der Probe mit den Musikern. Ja, Claudia. Ja, gerne. Ja, Gesang, Tanz, Schauspieltrainer. Sie sind wohl verrückt. Das war die erste Reaktion, als wir diesen neuen Ausbildungsgang dem Jobcenter angeboten haben. Es hat eine gewisse Zeit gedauert, um zu verdeutlichen, worum es uns geht. Und die erste Hürde war wirklich die auch der Zertifizierung dieser Maßnahme. Denn etwas derartiges gab es noch nicht. Und so dein Schluss? Vielleicht, du musst mich mal, vielleicht kannst du ganz zärtlich sein. Und jetzt erschreckt ihr euch. Also seit über 15 Jahren mache ich Musiktheater und Musicals mit verschiedenen Gruppen. Mit Erwachsenen, mit Kindern, mit in verschiedenen Qualitäten. Mit Menschen, die das beruflich machen wollen oder die einfach nur einmal in der Woche Spaß haben wollen. Und ich bin seit über 15 Jahren beeindruckt, welche Kraft das immer entwickelt und was dabei rauskommt und wie gut es den Leuten dann tut. Los, wieso nicht? Dann geht's zur Vorstadt, wo es nach Armut stinkt, in die Vorstadt, die im Dreck versinkt, in die Vorstadt, nicht ins Villenviertel. Hat es sich fast ein bisschen ergeben, es ist an mich herangetragen worden, dass es eine Ausbildung geben soll zu Menschen, die das machen, was ich mache. Und ich freue mich darauf und freue mich auf, darauf, dass ich jetzt so viel Zeit habe, nämlich 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche ganz intensiv daran zu arbeiten. Und ich bin gespannt, ob das vermittelbar ist, ob es vermittelbar ist, das rüberzubringen, wie man das anderen beibringen kann. Ja, Punkt. Das wollte ich mich mal kurz sammeln. Was? Ja, das ist Pause, die machen Pause. Ah. Also erst einmal habe ich übers Internet über diese Ausbildung erfahren und ich habe ja lange Zeit nichts gemacht und habe gedacht, mein Gott, ich bin so eingerostet, ich muss irgendwie was machen. Weil mein großes Glück ist, ich bin gesegnet damit, Leuten zu vermitteln, was ich weiß. Und deswegen möchte ich gerne das Zertifikat dieser Ausbildung haben, um danach als Lehrer tätig zu sein. Ja, ich würde gerne wieder mit Gruppen, mit Kindern oder mit Erwachsenen oder mit Obdachlosen, keine Ahnung, gerne was inszenieren, Theater, Musik. Und dann habe ich von dieser Ausbildung erfahren, habe mich sehr darüber gefreut. Und ich dachte, ja, wow, das ist das so, das bringt mich wieder in die Gänge. Die meisten zum Beispiel sieht man das auch im Fernsehen, beim Theater,
Wenn Sie Ohnmacht spielen, spielen Sie eigentlich alle. Ne? Es wird immer, es lenkt immer der Oberkörper. Wenn Leute wirklich ohnmächtig werden, passiert aber was anderes. Nämlich als erstes gibt es da. Ich habe mal im Chor vorher gesungen, aber sonst mit Tanz und Schauspiel habe ich eigentlich noch nie was vorher zu tun gehabt. Und habe gedacht, es ist doch mal interessant, mal diese Seite meiner Persönlichkeit kennenzulernen oder einfach mich mal so in diesem kreativen Bereich auszuprobieren. Ich erwarte neue Arbeitsmöglichkeiten, mehr Arbeitsmöglichkeiten als Schauspieler und dann eben auch als Trainer, also anderen Leuten Dinge beibringen, die ich schon sehr lange mache, Schauspielpraktiken, auch Gesang, miteinander spielen. Ich weiß was. Wir tun einfach so, als würden wir eine rauchen. Wir spielen das und Sie zeigen mir dabei die Aussicht. Ich mach mit. Okay? Ich habe was gehört. Aber ich bin so nervös. Das ist doch Rauchen das Beste. Es hat in diesem Fall wirklich gut funktioniert. Du hattest ein bisschen die Ausstrahlung, könnte einfach, entschuldige, wenn ich das sage, von Klaus Kinski, der hinter den Graf tritt. Wissen Sie eigentlich, Herr Graf, das war was eine sehr schmerzhafte. Hier bekomme ich sehr viel Input, sehr viel neue Anregungen, Ausbildung in Gesang, in Tanz und so weiter. Und es ist für mich auch toll, weil ich auch ganz viel jetzt wieder lerne und erfahre und mit nach Hause nehme und ausprobiere mit meinen Kindern. Und das ist schon toll. Ich bin hier, weil die Leidenschaft, die vermittelt wird von unseren Dozenten, anders ist als an anderen Schulen. Und zwar um einiges intensiver und verbindender. Ja, alles tanzen um mich herum. Zu unserem künftigen Beruf gehört auch das Können, selbst auf der Bühne zu stehen und ein Publikum zu unterhalten. Alle 9 Kursteilnehmer sind bei der Showvorbereitung dabei. 5, die diese Ausbildung in Vollzeit absolvieren und 4, die den Lehrgang in Teilzeit machen. 1, 2, 3, 4. Heute proben wir zusammen mit unseren Dozenten, die uns als Musiker unterstützen. Weißt du noch oder nicht? Nein. 1, 2, 3, 4. Ich liebe nur dich, das weiß ich genau. Ich sag, geschrieben es nur für dich. Und dann küsst du mich. Denn zu meinem Glück weiß ich nicht. Ach, bach, oder so, dass du dann irgendwie kommst. Ich weiß ja nicht, oder dass du dann noch einen Sprung machst oder so. Endlich ist der große Tag gekommen. Unser Auftritt in der Stadthalle Eckernförde. Ich bin tierisch reich, ich fahre einen Benz, der in der Sonne glänzt. Ich hab einen großen Teich und davor ein Schloss und ein weißes Ross. Das ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraucht. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Man hat dich neulich Nacht gesehen. Du warst nicht allein. Allem Anschein nach was gut. Warum lässt du dich nur so gehen? Ich kann dich wirklich nicht verstehen. Und immer deine Freunde stehen auf alle Drogen und ständig wieder Lärm. Was soll ich davon sagen? Und sagen? Hey!
Dieses Kapitel unserer Ausbildung haben wir geschafft. Jetzt kommt die Zeit, wo wir Erfahrungen für unsere Arbeit als Trainer sammeln. Jeder von uns macht ein praktisches Abschlussprojekt. Uda zum Beispiel hat die Idee, mit Schülern der Kieler Goetheschule einen Flashmob vorzubereiten. Sehr gut, sehr gut. Tschakka, das war super geil, wenn ich das mal so sagen darf. Hat total Spaß gemacht. Die Kids sind so süß. Ich hab sie alle lieb. Ich bin ganz stolz auf Uta, wie sie so in der Klasse gestanden hat und die Kinder im Griff hat. Und dann bekommt ein Einkaufszentrum in Kiel, ganz überraschend, Besuch von einem jungen Popstar. Begeisterte Fans warten schon auf ihn. Ilonkas Projekt Tag findet in Schwerin statt, in der Grone Altenpflegeschule. Unter ihrer Anleitung machen künftige Pflegeführungskräfte verschiedene Übungen zum Thema Wahrnehmung. Achtung! 1, 2, 3. Hände in den schlecht. Ich höre sie verdammt gut. Ich höre sie immer schlechter. Ich werde auf mich Acht geben. Sie und werden bei mir immer verarmt. Sie werden jetzt nicht auf. Ich finde, das läuft sehr gut und dass alle viel Spaß haben und dass sie die ganze Zeit lachen. Und ich glaube, Ilonka macht sich ein bisschen Sorgen. Und ich würde ihr jetzt gerne sagen, dass sie sich keine Sorgen machen soll, weil es besser eigentlich gar nicht laufen kann. Also ich bin begeistert. Ich würde es gerne wiederholen. Also es war schon toll, ne? Ich bin auch begeistert von deiner Art, dass du einen mitziehen kannst. Du hast ein warmes Lächeln. Also ja, ich fand es toll heute. Okay, Peace-Zeichen. Ja. Peace. Oder Easy-Zeichen. Ronald erzählt an seinem Projekttag in Eckernförde von der heilsamen Kraft von Ritualen. Das Wort Ritual kommt aus dem Sanskrit, von der Silbe RTA. Und Ritter heißt übersetzt richtig, zugehörig und auch das kosmische Gesetz. Das Ritual ist eine Handlung, die das kosmische Gesetz in Raum und Zeit zum Ausdruck bringt. Jetzt sind wir in St. Peter-Ording, wo Jens ein Schauspielseminar in einer Reha-Klinik durchführt. Teilnehmer sind Patienten und Mitarbeiter der Klinik. Guck mal, was ich gebaut habe! Guck mal! Ich heiße Julia und du? Ich heiße Ola. Und wer ist jetzt Dennis? Dennis ist mein Sohn. Verstehe ich nicht, der war doch eben noch hier. Okay, es ist sehr kalt, wir müssen sofort in die Klinik fahren. Ja. Okay, Herr Profi. So. Aber ich komme mit! Wie ist diese szenische Fantasie?
in dir? Wie sind die? Und das ist ja in deinem, und deswegen ist es mit dem Körper eben so wichtig, dieses Atmen, ne? Das Freimachen, hier offen sein, was ist, weil all das ist ja da draußen, ist ja da. Sie sind der Hundebesitzer, oder? Ja. Guck ja. Mich das mal an! Meine Hunde! Soll ich mal gucken? Mein Paulchen. Ich brauche einen Arzt! Ich brauche einen Arzt! Und ich mach sie fertig. Ach, der Paulchen. Aber was ich echt gut fand, war gestern der Einstieg, diese Veränderung von Körperhaltung und Mimik. Also das war, klar weißt du das, aber wenn du das dann wirklich mal so komprimiert probierst, so gegenseitig die Reaktionen abcheckst, das war echt. Das hat Grimassen, meinst du? Spaß gemacht. Egal jetzt, Grimassen und auch Körperhaltung und vor allem, wie schnell man da eigentlich, wenn man will, auswitchen kann. Ja. Ja? Mhm. Ganz schnell. Dass es im Programm reingekommen ist, finde ich einfach gut fürs Haus, kann ich einfach nur sagen. Ja. Sollte man durchaus so als regelmäßig, vielleicht nicht nur alle 4 Wochen, das ist ja schon ein bisschen knapp, ne? Sind ja nicht alle unbedingt 4 Wochen da. Ne? Ja, ich ja, wieder. Ja, du bist ja da, ne? Ja, ich bin da. Du bist ja da. Okay. War super, ne? Okay, ich hatte gerade den Workshop. Wir waren zu 6 Teilnehmern hier an der Klinik. Und ich muss sagen, es war eine wunderbare Erfahrung. Ich war hier in einer Mischung aus allem, was ich in den letzten 6 Monaten gelernt habe, was ich schon selber mitgebracht habe. Und ich habe mit ihnen gearbeitet, Leute mit wenig Erfahrung. Und wir haben zusammen langsam angefangen, aufgewärmt, Atem gemacht und losgespielt. Und ich glaube, Sie haben eine tolle Erfahrung gemacht. So, jetzt liegt ein halbes Jahr Singen, Tanzen und Schauspielen hinter uns. Wir hatten ganz viel Spaß. Es war ganz aufregend. Wir hatten auch ein paar Tiefen, denn es ist gar nicht so leicht, ein Gesangtanz-Schauspieltrainer zu sein. Aber allmählich, glaube ich, habe ich selber verstanden, was so ein Gesangtanz-Schauspieltrainer können muss. Er muss nämlich einfach alles können. Alles. Er muss die Leute begeistern können und das zu jeder Zeit und in jedem Moment. Und ich glaube, das können unsere 5 jetzt. Ich werde sehen, heute Abend haben sie noch eine kleine Performance und dann bekommen sie ihr Zeugnis. Und ich bin ganz stolz. Ja.